Jojo, Freitag, wir sind in Con, ja, keine Ahnung. In jedem Laden gibt es hier Egg Mac. Ich glaube, das ist das Berühmte, was hier gibt. Brot mit Fleisch. Also muss ich heute auf jeden Fall essen. Keine Ahnung. Wir fahren erstmal ins Hotel, guck mal, was da abgeht erstmal. Ich hab geschafft. Ich bin ein Konya, Alter. So, hier sollen die Teile für meinen 124er ohne Ende geben. Ohne Ende. Typisch Sanai. Wo überall. Onkel hat jetzt gefragt, wo kriegen wir Kofferteile? Schura. Allah, tamam. Da gehen wir mal rein, da sollen Teile sein. So. Da gehen wir jetzt rein, Freunde. Der Typ hat gesagt, wir können gleich drüben fragen, ob wir Teile kriegen oder nicht. Hallo, Bachalam. Also hier war ich auch noch nie, aber hier sollen Tofaschteile ohne Ende geben. Mal gucken, ob ich doch wirklich ohne Ende was kriegen kann. Burada var mı diye? Ha? Ben parçacıyı sordum, Tofaş. So, mal gucken, ob der wirklich was hat. Vielleicht sagen die auch, wo alles da, so wie letztes Mal. Wisst ihr noch, und dann hat er nur die Rücklichter gehabt. Hier Blinker. Weiß. Aber für Haji Murat, für die Blinker vorne. Ja, aber dann noch gelb. Weiß ist viel zu modern. Ja, ja, iki sarı ver baba bize. Daha ne var parça olarak sende? El freni lazım. El fren bolu değil mi? Frag, ob er diesen Blink... Ya ben el freni şey yırtık. Demiri yırtmışlar ya. El fren bolu var istiyorsan. He, kolu, kol lazım. Also Blink hat da vorne. Teri yok. Teri başka. Araba surada nix. Murat var. Nerede? Also Handbremseil hat er. Er sagt, hier ist auch schwer Teile zu kriegen. Hat er diese... Also die Wimpern? Ne, diese Wimpern. Ja, ich frag mal nach. Und hier diese, das Weiße für den Reifen. Ja, das kann ich auch mal fragen, ja. Was haben wir, 14 Zöller, ne? Keine Ahnung, du hast letztes Mal geguckt, aber ich glaube ja. Was hat er da? Bremse? Handbremse, wo haben wir nicht? Wo kriegen wir den, wo kriegen wir das andere, den Verstärker, also diese Dose? Ah, warte mich her, ja. So, das ist das Bremse. Ja, bei uns ist das kaputt, weißt du doch. Ja. Hier, kannst du wundern. Wie viel? Keine Ahnung, er guckt jetzt nach. Die Blinker? Er guckt jetzt nach. Das Teil kann er hier auch nicht besorgen, wenn auf dem Schrottplatz. Er gibt uns eine Adresse, ob wir auf den Schrottplatz gucken können. Ja, aber es gab doch so viel im Internet. Warum rufst du die Läden? Ja, aber warum rufst du die Läden nicht an, die in Konya sind? Es gibt keine Läden, das waren irgendwelche Seiten, die privaten Leute verkaufen. Aber ich bin von 14 Euro fertig. Tamam. Wie viel? 450 Euro kostet er. 2021. Aber das ist ja nicht das Seil, das ist ja. Hat er das Seil? Onlar da sıntılı abi. Oder so. Onlar da ya internetten burada ya şöyle bakacaksın. Aber hat er das Seil oder nur das? Nee, nur das, aber Seil können wir auch woanders besorgen. 750, das hier. Genau. Ja, die kosten ein bisschen mehr, weil er mit den Chromleisten hat, weißt du? 150 pro Stück, also 7 Euro. Pro Stück. Hast du mir nicht eben gesagt 100? 150 pro Stück, also 450? Nee, 400? Also 7, was haben wir bezahlt? 57. 57. Ja, 450 kostet der hier und 150 kosten die. Weil eben hast du gesagt 100. 750 Teller. 100 hast du für die ja, gesagt, für deswegen hat er die ist egal. Ja, okay. Also der Herr sagt ja, es ist schwer. Naja, immerhin haben wir etwas gefunden. In Messen haben wir ja gar nichts gefunden. Gar nichts. Angeblich gibt es diese Weißband, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen für die Reifen. Angeblich soll es die hier irgendwie geben. Der Laden ist 2 Läden weiter. Dann mal hoffen, dass er sowas hat, ne? Vielleicht hat er ja auch hier so einen großen Aufkleber mit Maschala. Und wir sollen ja unbedingt haben, aber letztes Mal habe ich nur die kleinen bekommen. Also hat er die hier, ja? Hat er. Nicht schlecht. Na, dann hat sich die Fahrt doch schon mal gelohnt, oder? Ja, wie Sanhan hat er. Und dieses Maschala, hat er? Das will Sanhan ja auch gerne haben. Oh, tamam mı? Valla elinde tek bu mu var? Kaç tane işte? Valla iki tane var. Bakalım iki tane de var.
Hat er nur eine? Er sucht, er sucht. Aber wo macht man die denn ran? Er wird an die Seite, an die Stoßstange geschraubt. Aber komm, ist geil, oder nicht? Sun wollte ja sowas haben. Sun will aber sowas haben, wo man das nur reinklickt und wieder rausnehmen kann. Das wird sogar nicht gehen. Aber das ist geil, oder? Feier ich. Die hier hatte ich dir ja schon mal gesagt. Ja, die passen da nicht so rein. Ja, hier haben die aber so ein bisschen mehr, ne? Ja, immerhin. Also Maschallah will haben, ne? Ja, aber das Große, also als groß. Der braucht einen Teil. Jede Menge da. Da hinten geht es noch weiter. Ach, da hinten sind, glaube ich, Zahnriemen, so wie ich sehe, genau. Dahinter sind Zahnriemen, hier sind Teilen. Siehst du? Ja, genau, die werden einfach nur auf dem Ding. Aber er hatte noch breitere gehabt. Ja, aber breiter ist auch nicht schön. Das ist doch okay, finde ich. Willst du hier noch so diese Nackenkissen? Nein. Also Mehmet hat jetzt 750 Teller bezahlt für diese Reifendinger, dann 10 Maschallah Aufkleber, die großen, eine Fahne und so ein Anhänger, 750. Ist eigentlich ja günstig, ja, was heißt hier günstig, ne? Auch Tuning ist hier teuer. So, hier ist das genauso chaotisch. Aber die Wege sind hier zumindest ein bisschen größer als in Messen. Keine Ahnung, was Mehmet jetzt noch sucht. Wir haben eben noch einen Tipp bekommen. Dann haben wir noch einen Schrottplatz-Tipp bekommen. Mal gucken. Aber hier ist mehr los. Ja. Aber die Straße ist auch viel, viel breiter, viel, viel größer. Das ist so, ja, keine Ahnung, jeder hat hier irgendwie Teile laden. Oder wir sind hier an einem Ort, wo viele Teile laden. Beim Messen so Teileläden ist ein bisschen weniger als hier. So, Außenspiegel in jede Variation, welche wollt ihr? Also hier so richtig viele Ersatzteile haben die hier. Hier wird mal einfach auf der Straße eine Scheibe rausgerissen. Jo, die ist kaputt. Das ist so geil. Wenn die Kamera sehen, freuen die sich immer. So, wenn wir schon mal hier sind, will Mehmet das Bremslicht reparieren. Aber ihr wisst ja, jeder hat so seinen Job. Das ist Onkel Elektrik Nummer 2. Okay, kann ja eigentlich auch nicht schwer sein. Ist ja nur eine Birne. Das Problem ist eben halt, er muss das Licht abbauen. Ne? Deswegen hatte man mit dazu keine Lust gehabt, das selber abzubauen. Also er macht das eigentlich ziemlich gut. War schnell. Ich denke mal, er weiß ein bisschen mehr als der Original-Elektriker. Also der Onkel-Elektriker-Original. So meinte ich das. So, Test. Geht oder geht nicht? Also wir haben ihn jetzt da gelassen. Hier gibt es einen Laden. Und der Laden heißt wirklich Onkel, also Amja, also können wir ihn wirklich Onkel nennen. Bei Amja heißt auf Türkisch Onkel. Also suchen wir jetzt den Laden Amja, weil vielleicht hat er diesen Bremskraftverstärker. Ah, hier, Amja Tofas. Mal gucken, was der hat. Nicht der Baba, Amja. Oh, da ist aber ein Hund. Ich weiß nicht, ob der angekettet ist. Also das ist wirklich ein Amja. Oh, die schlafen hier alle. Oh, ich glaube, er hat nichts. Also vielleicht hat er. Er geht jetzt suchen. Daumen drücken, Daumen drücken. Das wäre doch mal cool. Ach so, also ja, warum nicht? Muss man aufmachen und dann drinnen? Ja, ist ja egal, Hauptsache es passt. Also keine Ahnung, was er da hat,
aber er musste es erstmal vom Staub befreien. Wahrscheinlich, weil kein Mensch nach dem Teil fragt. Auf jeden Fall ist das so ein Teil, also du machst die Dose auf und dann machst du den, also Reparaturteil. Also das ist wirklich, wirklich ein Onkel. Also der Laden hat den Namen verdient. Wie viel wäre? Ja, nur 15 Euro, 325. Wenn die Heide damit heile wird, nicht schlecht. Frag ihn mal, ob er auch das Handbremsseil hat. Şey var mı? Elflerinin halatları var mı? Yok, değil mi? Ha, auch nicht. War ein umsonst Weg, was? So, Licht ist auch wieder zusammengekommen, zusammengebaut. Mal gucken, was er nimmt. Also eben die Bremsdings haben wir 325, glaube ich, bezahlt. Sind so 15 Euro. Mal gucken, wie viel er jetzt nimmt für die Birne. Also Bremslicht wechseln war jetzt 4 Euro, nicht ganz 80. Also keine ganze 4 Euro. Ich glaube, wir fahren jetzt weiter zum Schrottplatz. Wir sind auf dem Schrottplatz. Mehmet hat direkt was gesehen. Mal gucken, ob da noch was dran ist, ne? An dem Auto. Also das ist der so ein genannter Schrottplatz. Und Mehmet hat jetzt den entdeckt, in Rot lackiert. Eigentlich ist ja Rot seine Farbe. Wir gucken mal rein. Aber alles leer. Nichts mehr da. Gar nichts gibt's. Wo gibt es Teile? Er sagt ja, Krieg. Mal gucken. Okay, also hier ist das neue Modell, Sergio. Ja. Aber hier, nimm doch das Lenkrad. Nee, unser Lenkrad ist geiler. Hey. Aber meinst du, die Sitze von Sergio passen auch? Nee, die sind nicht von Sergio. Ja, Konya war jetzt auch kein Riesenerfolg, ehrlich gesagt. Das, was ich bekommen habe, ist natürlich gut hier, diese Luftgeschichte, was ich bekommen habe, ne? Dass man das Überholset hat. Und ja, hier die Weißbandreifen für die Bremsen, das Reparaturset. Ja. Das ist das Einzige, was einen Vorteil hatte. Und sonst haben wir noch ein bisschen Blinker bekommen. Jetzt muss ich über im Internet bestellen, sogar hier ist es schwer, Teile für den zu kriegen. Egal, ne? 800 Kilometer für umsonst gefahren. Ist so oder nicht umsonst. Wir wissen das nicht. Morgen, wenn ich in Messen bin, lasse ich das Ding komplett zerlegen und das neue System einbauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Freunde, wir gammeln heute noch mal in Konya rum. Gucken mal, was hier abgeht. Und sehen auf jeden Fall in den nächsten Videos. In ein paar Tagen sind wir auch wieder zu Hause. Tschüss, eure Herzen, abonnieren nicht, vergessen, Like nicht vergessen. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Tschüss. Tschüss.